Nach dem Bruch einer Fernwärmeleitung werden seit dem Nachmittag wieder rund 500 Haushalte mit Wärme und heißem Wasser versorgt. Ursache für den Rohrbruch? Vermutlich eine Durchrostung. Für Aufregung sorgte die Verfärbung des kleinen Kiels durch ausgetretenes Heizungswasser, dem von Stadtwerken grüner Farbstoff zur Erkennung von Leckagen beigemischt worden war. Es sieht giftig aus, es ist aber völlig ungiftig und es ist auch nicht in irgendeiner Form umweltgefährdend. Es sieht bewusst so giftig grün aus, damit es wahrgenommen wird von den Bürgern, aber es ist wie eine Lebensmittelfarbe, so muss man sich das vorstellen. Die grüne Farbe im kleinen Kiel soll sich binnen weniger Tage wieder auflösen.